Ich wurde gefragt, warum den Bayerischen Verdienstorden an Angela Merkel? Eigentlich in einem Satz, weil sie es verdient hat. Allein könnte man sagen, wenn man 16 Jahre Bundeskanzler ist, 5.860 Tage, so hat man mir aufgeschrieben, waren es, das allein überlebt und durchlebt zu haben, ist schon eine immense Leistung. Aber nicht nur das, es ist der Respekt vor einer großen Lebensleistung. Mir geht es einfach darum, Dankeschön zu sagen. Dankeschön für eine Lebensleistung. Danke für ein großes Amt für Deutschland. Es ist vielleicht das schwerste Amt, das es gibt in Deutschland, das so lange und so gut durchgesteuert zu haben, in einer Zeit, die sich so verändert hat. Herzliches Dankeschön, vergelt's Gott, und ich darf dir jetzt den Bayerischen Verdienstorden überreichen. Es ist mir eine große Ehre und ja, vielleicht auch nicht in die Wiege gelegt gewesen, dass Sie oder dass du mir heute, lieber Markus Söder, den Bayerischen Verdienstorden in diesem feierlichen Rahmen verleihst. Und ich sage ganz herzlich Danke dafür.